Hallo, hier ist Silke. Die meisten meiner Lebensmittel, die ich so zu mir nehme, kaufe ich im Bioladen. Ich bekomme auch einmal die Woche eine Biokiste von einem regionalen Bauern, der aber auch im Bio-Großhandel verschiedene Obst- und Gemüsesorten dazu kauft. Die meisten Rohkost-Trockenprodukte bestelle ich bei verschiedenen Internetanbietern. Und ich gehe auch ab und zu, aber das ist eher seltener, im Supermarkt einkaufen. Da kaufe ich aber eher tropische Früchte, die man schälen muss. Also mal sowas wie Mango, Papaya, Cherimoya, die man halt schälen kann, wo man die Schale nicht mit isst. Und alle 6 bis 8 Wochen bestelle ich mir auch bei Orkos ein Paket. Orkos beliefert alle möglichen tropischen Früchte, aber auch heimische Sorten, Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, Kokosnüsse, Trinkkokosnüsse, genau. Und heute kam wieder ein Paket und ich möchte euch einfach mal zeigen oder mit euch das Paket zusammen aufmachen. Ich habe es nämlich noch nicht geöffnet und das mache ich jetzt mal mit euch zusammen. So, Rechnung, komme ich später. So, als erstes wären hier wilde Kakis. Also sie sind viel kleiner als im Handel. Selbst im Biomarkt sind sie etwas größer. Also wirklich kleine wilde Kakis, die nicht auf Größe gezüchtet wurden. Hier haben wir Sabotille. Mal eine rausholen. Zack. Ein bisschen aus wie eine Kartoffel. So, die haben so ein ganz feines, die haben so ein braunes Fruchtfleisch. Ich kann auch mal eins. Ich habe jetzt kein Messer hier, sonst hätte ich mal eine aufschneiden können. Die haben so ein bräunliches Fruchtfleisch und schmecken sehr karamellig. Also, ich habe das auch mal am Anfang meiner Rohkostzeit das erste Mal probiert. Da habe ich ein Überraschungspaket bekommen von einem Freund. Da waren diese Frucht drin und ich fand es einfach göttlich. Ich habe noch nie diesen Geschmack bei einer Frucht erlebt. Das ist wirklich fantastisch, diese kleine Frucht. Genau, die stelle ich jetzt auch hierher. Dann haben wir hier getrocknete Mango. Die habe ich aber eher für meine Jungs bestellt. Die lieben Mango. Gibt es immer großes Gerangel darum, wer zuerst und wer die meisten und überhaupt. Und die sind auch immer ganz schnell alle, deswegen habe ich sie nochmal bestellt. Das habe ich eher für mich bestellt. Drachenfrucht. Ich liebe getrocknete Drachenfrucht. Das ist so lecker von Orkos. Das ist mal was Besonderes. Die hebe ich mir auf. So, das oberste weg. Riesenmango. Ich glaube, das ist die Ostin. Ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird. Diese Mangosorte, die kommt aus Spanien, also nicht so weit weg. Aber schmeckt doch sehr lecker. Schönes gelbes Fruchtfleisch mit so einem leichten Aprikosenaroma. Upa. Komm ich hier hin? Was haben wir noch? Oh ja. Die liebe ich auch sehr. Cherimoyas. Ein ganzes Kilo. Ich hatte mir jetzt schon mindestens zweimal im Bioladen Cherimoyas gekauft. Leider waren die nicht gut. Die sind weich geworden, äußerlich, aber innerlich waren die nicht wirklich reif, schmeckten auch nicht gut. Also, da hatte ich Pech gehabt. Deswegen, bei Orkos mache ich immer gute Erfahrungen mit Cherimoya. Deswegen habe ich mir jetzt mal 1 Kilo bestellt. Und man muss dazu sagen, ich habe mir auch schon ein, zwei Mal jetzt im Supermarkt Cherimoyas gekauft. Und die waren gut. Die waren wirklich gut. Ein Kilo Bari-Datteln. Das sind auch ganz besondere Datteln, die schmecken wie so ein Milchbon, wie so ein Milchtoffee, wie so ein weiches Milchtoffee. Super lecker. Aber das habe ich auch eher für meine Jungs bestellt. So als kleine Süßigkeit für zwischendurch. So, dann hier rohe Cashewnüsse. Also von Orkos, das sind wirklich die besten. Also ich finde, geschmacklich sind die unschlagbar. Auch die also
ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeinem anderen Video gesagt, Cashewkerne in Rohkostqualität gibt es gar nicht im Handel. Weder im normalen Supermärkten noch im Bioladen kann man eigentlich Cashewnüsse in Rohkostqualität bekommen. Die kann man nur wirklich bei speziellen Versenden wie Orkhaus oder Keimling oder Bioinsel, da gibt es diese Cashewkerne in Rohkostqualität. Sehr lecker. So, was haben wir denn noch? Eier. Und Papier. Das sind Oliven. Ne, Jungs. Die mag ich sehr. Das Gute an den Oliven ist, da ist nicht noch irgendwelches Öl oder irgendwelche Kräuter, sondern einfach pure Oliven. Die sind super im Geschmack. Habe auch noch nie leckere Oliven gegessen als diese. Und diesmal steht es auch drauf. Wenn man jetzt das Glas aufmacht und eine probiert, schmeckt die nicht so doll. Und jetzt gibt es ein Schild auch auf diesem Glas, da steht, die Oliven 2 bis 3 Tage reifen lassen, damit sie ihren vollen Geschmack entwickeln können. Also man macht das Glas auf, stellt es 2, 3 Tage in den Kühlschrank und dann kann man sie genießen. Sehr toll. Ganz tolle Oliven. Ah ja, dann habe ich mir noch Trinkkokosnüsse bestellt, Pagode Light. Hier ohne diese Faserschicht um drum. Also das ist wirklich nur eine ganz kleine. Hier habe ich mal noch eine richtige. Ups. So sieht die mit dieser Faserschicht aus. Und das hier drin ist dieser tolle, nahrhafte Saft. Und die dünne Schicht Fruchtfleisch. So. Und als letztes, was ganz Besonderes. Durian. Durian liebe ich. Das ist eigentlich bei fast jeder Orkos-Bestellung dabei. Das muss einfach sein. Ich habe Durian das erste Mal in meinen Anfangsphasen der Rohkost probiert. Da hat ein Freund von mir mir eben ein Überraschungspaket geschickt. Da war Durian drin. Wenn man diese Frucht nicht kennt und macht, dann weiß man erstmal nicht, was einen erwartet. Oder ich habe mich, glaube ich, sehr gewundert. Ich dachte, was ist das? Denn dieser Geruch ist, kann es schlecht beschreiben. Ich habe letztens gelesen, Durian schmeckt wie Himmel. Und riecht wie Hölle und so ist es wirklich. Also es ist so ein unangenehmer Geruch, der sich dann überall verbreitet. Den kriegt man auch ganz schlecht raus. Und in Malaysia, wo die Frucht herkommt, oder auch Borneo, wird die auch also dann im ganzen asiatischen Raum, südostasiatischen Raum kann man Durian bekommen. Gibt es sogar Hotels oder Restaurants mit Schildern, wo diese Durianfrucht abgebildet ist und dann so wie ein Verbotsschild, Durian hier nicht erwünscht, weil der Geruch wirklich belästigen kann. Also ich glaube, bei Durian, also entweder man liebt sie oder man hasst sie, so dazwischen, wegen dem Geruch, also dazwischen gibt es wahrscheinlich nichts. Und ich liebe diese Frucht, wirklich. Sehr, sehr tolle Frucht. Also dieses Fruchtfleisch, man kann es gar nicht beschreiben. Vanille, Walnuss, Likör, also es kommt doch darauf an, welche Sorte man so hat und welchem Reifegrad, aber es ist eine unglaublich leckere Frucht, kann ich nur empfehlen. Und die werde ich mir jetzt noch zuführen. Die werde ich mir jetzt einverleiben. Ich habe noch ein bisschen Wildkräuter da, die ich gestern gesammelt habe. Weiße Taubnessel habe ich, Löwenzahn habe ich, Gundermann und noch ein bisschen Postilein, das habe ich mir gekauft. Winterportulak. Und das werde ich jetzt einfach mal zusammen genießen. Und das war's. Ciao.